motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous tout nous nous joignons ensemble, pour nous chanter ensemble, nous l'indépendants. Segeln vom Feinsten. 13 Knoten Wind, aber leider nicht aus der richtigen Richtung. Also wir kreuzen jetzt hier auf bis nach Mazatlan, haben immer noch 73 Meilen. Und die Annette ist Rudergängerin und bringt uns dem Ziel jetzt näher. Ja klar, ich mache jetzt auch den Wind mal drehend. Mal wieder Essen kochen auf hoher See. Das bei 18 Knoten Wind und ziemlich Schräglage. Guten Morgen. Ich muss euch sagen, es ist richtig kalt geworden. Es sind nur noch 25 Grad jetzt hier. Es ist 6.45 Uhr. Wir haben gestern den Anker hier einfach auf 10 Meter geworfen. So 1,5 Seemeilen von Land entfernt. Und jetzt geht es wieder weiter Richtung Mazatlan. Wir haben noch 65 Meilen. Das heißt, wir werden heute Nacht wahrscheinlich irgendwo wieder den Anker werfen. Aber man merkt, es wird Winter. Es war richtig kalt heute Nacht. Kalt war es? Ja, ich habe mich richtig zugedeckt. Ah. Und war sogar mal überlegen, den Ventilator aus. Es wird. Ja, und da ist irgendwo die Küste. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben richtig schönes Gennaker-Wetter. Also wird der jetzt gleich gesetzt. Und mit den 8 Knoten Wind, die wir im Moment noch haben, bis 11 Uhr wohl gut nach oben klettern zu können. Ich bin mal satt. Heiß auf, den Gennaker. Schön. Wer glaubt es gar nicht? Aber in den letzten 2 Tagen ist es so kalt geworden, dass die Annette sogar schon jetzt hier die Decke genommen hat. Also, momentan ist es 6 Uhr, sind 24 Grad nur. Und es geht jetzt weiter nach Mazatlan, nach Mazatlan. Sonne ist gerade aufgegangen, wir haben hier wieder circa eine halbe Meile vom Strand geankert. Ein endloser Strand mit Palmen. Herrlich. Und die Wellen tosen. Na, jetzt haben wir es noch 25 Meilen bis Mazatlan. Es hat an der Angel gezuppelt.
Es gibt doch Fische hier im Pazifik. Je weiter hoch wir kommen, desto mehr gibt es. Da ist er. Ich bin noch nicht darüber. Warum schwimmt der nicht mehr andersrum? Echt, jetzt so einfach verblüht. Alle sind sie gespannt. Die Wetten laufen. Also, es hat sich herausgestellt. Und wir haben noch einen Haken bei ihm gefangen, glaube ich, oder? Ja, ein Mai Mai. Ein Süßer. Ein Mai und ein Haken. Oh Gott. Ein Mai und ein Haken. Oh nee, das ist eine Flosse. So, wir brauchen einmal das Gas. Das ist der schönste Fisch eigentlich. Ja. Oh, der ist richtig hübsch. Und der ist auch eine gute Größe. Wer nimmt sich den? Nein, nein. Oh, der hat ihn noch nicht so richtig gut drin. Mal, na, weg ist er! Scheiße, du? Da schwimmt er! Er hat gar nichts gemacht, der ist gegen das Boot geschwommen. Ja, der ist gegen das Boot. Weg. Immer noch kein. Also der Mahi kommt bei uns nicht in die Pfanne. Ist auch gut so. Der war zu schön. Der sah auch so schön aus. Ja, der war echt hübsch. Das ist die Einfahrt nach Mazatlan. Große Fischtrawler links. Da hinten drin ein Kreuzfahrtschiff. Wir fahren noch ein bisschen weiter, ungefähr 8 Meilen in die Marina El Cid. Also noch mal ein letztes Schwimmen, bevor es in die Marina geht. Wo ist denn der Glenn jetzt? Ich wollte euch beide mal beim Schwimmen. Glenn ist schon voll weit weg. Mann. Ist schon vorgeschwommen in die Marina. Und da hinten ist die Marina-Einfahrt. So, nochmal kurz vor Mazatlan. In die Fluten gesprungen. Das Wasser ist deutlich kälter. Vielleicht nur noch 30 Grad. In Mazatlan angekommen. Wollen wir jetzt in die Marina El Cid einlaufen. Es ist eine sehr enge Einfahrt, so wie es aussieht. 3,70 Meter wohl tief. Wir haben gerade ablaufendes Wasser und sie soll sehr, sehr tricky sein bei Südwestwelle. Wir sind gespannt und halten uns alle ganz dolle fest. Bei Navionics liest man Sachen wie Kiel kaputt, Mast gefallen, lauter schöne Sachen. Darauf können wir ja getrost verzichten, deswegen sind wir hier ganz vorsichtig und fahren auch nur mit 4,5 Knoten rein. Schöne Hotels hier nebendran, ganz viele tolle Klötze, wie überall. Naja, schade, dass sie die Küste so verschandeln müssen. Und es sieht so aus, als wären wir ganz einfach reingefahren. Hier sieht aus, als hätten wir wieder irgendwie so eine Leitung gelegt zum Leerpumpen, würde ich sagen. Und da ganz hinten drinne, seht ihr wahrscheinlich noch nicht, aber da sieht man die Masten. Und hier ist ein schönes Hotel mit Pool und Palmen und Liegestühlen. Ja, ja. Hier vorne liegen schon die ersten Hochseefischer und Segelschiffe. Mit einem kleinen. Jetzt wollen wir auf Backbord an den Fuel Dock. Deswegen werden gerade die Fender fertig gemacht, die Leinen fertig gemacht. Alle Mann sind so aufgeregt, es ist immer wieder toll. Überall geschäftiges Treiben. Nur einer nicht, der steht hier und hält die Kamera. Und dann in der Stadt, ja. Schön weit außerhalb. Länger uns nur. Habt ihr schon für uns eingekauft? Coors Light wollen wir aber nicht. Alles easy peasy, lemon squeezy. Wir liegen. Thank you.
Annette und ich verlassen die Leinwand jetzt in Mazatlan und machen eine 12-tägige Tour in den Copa Canyon. Lilith und Glenn werden die Limelight nach La Paz segeln, wo wir uns dann wieder treffen. Il a d'un côté, tu es ma paix ou donne-moi la voix, moi les paix ou...